Hi, ich bin Adriana, professionelle Make-up-Artistin. Ich arbeite und lebe in Berlin und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe ein Videoformat gesehen, was ich sehr, sehr cool fand und wo ich gerne meine eigene Version davon machen wollte. Und dabei geht es darum, wie ich geinfluenced wurde, Dinge zu kaufen von anderen Influencern. Denn ich bin natürlich genauso empfänglich dafür, wie ihr es seid. Ich bin in dieser Welt genauso drin und ich kaufe auch ganz viel, was mir andere Leute empfehlen. Leute, denen ich folge, die ich cool finde, deren Meinung ich schätze und denen ich vertraue. Und ich habe schon einiges gekauft, was Influencer empfohlen haben. Viele der Sachen mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Andere würde ich nicht nochmal kaufen. Und ich würde euch gerne einen Überblick darüber geben. Ich habe auch ein paar ganz neue Sachen, wo ich geinfluenced wurde. Und wir legen los. Viel Spaß beim Video. Das erste Produkt ist ein Primer und ich bin eigentlich vollkommen weg von Primern. Aber ich wurde geinfluenced und habe deshalb den Shiseido Synchro Skin Soft Blurring Primer gekauft. Und generell Blurring Primer sind ja oft sehr silikonhaltig. Die lassen immer so ein bisschen so einen schmierigen Film auf dem Gesicht, ganz, ganz oft. Und deswegen war ich immer wirklich komplett weg davon. Und natürlich trotzdem ist es schön, wenn die Poren ein bisschen geblurrt werden und alles ein bisschen softer erscheint. Und dieser Primer hier ist tatsächlich richtig geil, weil er nicht diesen austrocknenden Effekt hat, also dass er komplett alles mattiert und wirklich sehr, sehr trocken macht und auch Foundation darauf trocken aussieht, was finde ich oft der Fall ist bei solchen Primern und bei dem eben nicht. Natürlich mattiert er auch und ich trage ihn super gerne in die T-Zone auf, weil ich habe eine Mischhaut, also das heißt bei mir Nase, neben der Nase habe ich die größten Poren auf jeden Fall, Kinn und in der Mitte der Stirn und der ist wirklich, wirklich krass gut. Ich war super happy, jetzt den entdeckt zu haben. Wenn man den eingearbeitet hat, wenn man dann über die Haut fasst, die ist wirklich super glatt, ebenmäßig und weich, ohne dass da so ein Film drauf ist. Und deswegen bin ich über diese Empfehlung wirklich super happy. Also wenn ihr wie ich eigentlich weg von diesem ganzen Primer-Trend seid und vor allem von Blurring Primern, solltet ihr unbedingt den mal probieren, weil der ist sehr besonders, trotzdem feuchtigkeitsspendend, hat eine sehr feine, gelige Textur und ist wirklich anders als diese klassischen Blurring Primer, die man kennt. Also ich kann es sehr empfehlen. Dann wisst ihr, liebe ich das Givenchy Prism Powder. Es ist einfach so ein gutes Puder mit so einem tollen Weichzeichner-Effekt und ich habe das ganz, ganz viel verwendet, jetzt auch im letzten Jahr, in 2023. Und deswegen wollte ich tatsächlich oder wurde geinfluenced, auch mal den Prism Libre Skin Caring Concealer zu verwenden und zu probieren. Auch hier war ich sehr positiv überrascht. Der ist unheimlich lightweight, also man merkt ihn wirklich kaum unterm Auge. Er hat keine stark deckende Textur, trotzdem gleicht er sehr, sehr schön aus und hat halt eben sehr viele Skincare-Benefits mit drin. Das heißt, er pflegt die Haut auch zusätzlich. Und ich war sehr, sehr beeindruckt davon, wie wenig man von ihm braucht, um einen ganz tollen, aufhellenden, schönen Effekt zu bekommen. Er ist auch super leicht, man merkt ihn wirklich gar nicht auf der Haut. Er sieht super schön natürlich aus und trotzdem gleicht er dunkle Augenschatten aus. Also ich fühle mich richtig schön aufgehellt unterm Auge. Und was ich immer finde, ist, dass dieser aufhellende Effekt wirklich sehr, sehr lange erhalten bleibt. Also ich habe mich schon vor einer Weile geschminkt und ich finde es immer noch toll, wie brightening er unter meinen Augen ist. Also dass die wirklich, wirklich aufgehellt sind und ich frisch und wach aussehe damit. Und dieser Concealer hier, muss ich auch sagen, hat mich sehr überzeugt. Also ich finde ihn richtig gut. Und weil wir gerade bei Givenchy sind, habe ich zwei Produkte, die ich tatsächlich nicht nochmal kaufen würde. Das sind die Prism Libre Blushes. Die sind vom Prinzip her genau wie das Puder. Das heißt, man hat vier verschiedene Farben drin, die natürlich aufeinander abgestimmt sind. Und die werden aber natürlich irgendwann komplett gemischt in dem Töpfchen. Ich finde die Farben wunderschön. Ich finde auch die Blushes wunderschön. Sie lassen sich sehr, sehr schön auftragen. Sie sehen toll aus auf der Haut. Also es hat jetzt nichts mit der Performance für mich zu tun. Für mich ist es einfach das Prinzip des loser Blush. Es ist einfach so unpraktisch. Also ich würde die zum Beispiel niemals irgendwohin mitnehmen, weil ich immer Angst hätte, dass irgendwie was rauskommt und rausläuft. Und es ist, finde ich, nochmal was anderes bei einem losen Puder, was so fast farblos ist, wenn da mal irgendwie was auf die Kleidung kommt oder so, ist es nicht so wild. Bei diesen starken Pigmenten, wie bei einem Blush, finde ich, ist es halt einfach schon krasser, wenn das mal irgendwie auf ein weißes Oberteil kommt oder so, dann ist es halt vorbei. Zumindest für den Tag dann. Deswegen, ich finde einfach, das Prinzip an sich für einen Blush ist einfach super unpraktisch. Die sind wunderschön und ich finde sie wirklich toll. Man muss natürlich auch immer ein bisschen darauf achten, dass man nicht zu viel nimmt. Also die sollte man definitiv lieber aufbauen in Ruhe, anstatt wirklich mit dem Pinsel reinzugehen und viel Produkt drin zu haben, weil natürlich durch diese lose Form auch viel auf einmal auf die Haut gelangen kann und man dann auch gucken muss, dass es nicht fleckig wird oder zu viel. Ist alles machbar, ne? Ist überhaupt kein Thema an sich, aber ich finde einfach generell, ein loser Blush ist vom Prinzip her nicht die beste Idee und nicht die praktischste Idee. Dann machen wir einen kurzen Schlenker in eine andere Kategorie und zwar Sportschuhe. Das hier sind die Nike Metcon Sneaker, Sportschuhe, wie auch immer man sie nennen möchte und hier wurde ich auch geinfluenced, die zu kaufen. Ich habe sie bei Sophie Osterbrogge gesehen, Gains by Brains. Das ist eine Fitness-Influencerin und die trägt die halt fast immer beim Training. Und ich liebe sie so, 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 so sehr. Ich finde sie einfach einmal super cool optisch gesehen. Ich mag
das mit dieser hohen Sohle hier, sie sind super geeignet, sowohl zum Laufen als auch für Krafttraining. Also man kann wirklich alles damit machen. Die gibt es in vielen verschiedenen Farben und ich möchte sie definitiv auch nochmal in Weiß haben, weil für Sportschuhe sind die so, so cool. Ich trage die auch manchmal in meiner Freizeit, weil ich sie einfach so schön finde. Und sie sind performancemäßig mega gut und ich finde sie halt einfach optisch super geil. Dann das By Terry Hyaluronic Hydra Powder, was ich gerade wirklich im Zuge dieses Videos wiederentdeckt habe für mich und mich fast ärgere, dass es so lange in meiner Schublade war. Das wurde mir mal empfohlen von einem Make-up-Artist, Philipp Verheyen. Oh, ich weiß nicht, wie sein Nachname richtig ausgesprochen wird. Der ist auch super bekannt bei Instagram und als Influencer sozusagen, aber eben auch als professioneller Make-up-Artist. Der arbeitet auch mit ganz vielen Stars, ist ein Deutscher. Und der war damals, 2022, damals, bei dem Tweezerman-Event, wo ich war und hat dort geschminkt und der hat dieses Puder verwendet und ich habe mich ein bisschen mit ihm unterhalten. Er meinte, es wäre so ein gutes Puder, ich soll es unbedingt probieren. Und ich habe es mir dann auf seine Empfehlung hin gekauft und es ist wirklich ein verdammt gutes Puder. Und da ich immer das Givenchy-Puder verwende, ist es so ein bisschen für mich in Vergessenheit geraten. Ich habe eh so eine super unordentliche Schublade, wo alles so drin rumfliegt und man schnell mal irgendwie was vergessen kann, wenn es ein Stück zu weit nach hinten rutscht. Sehr schade, ich muss auch mal ein besseres System finden. Dieses Puder ist super geil. Ist wirklich super leicht und ganz, ganz hautverfeinert und weichzeichnend. Man merkt es wirklich fast gar nicht auf der Haut. Und es hat einen wirklich ganz, ganz schönen Effekt, ohne die Haut auszutrocknen. Deswegen ist es ein da ist Hyaluronsäure drin. Und es ist einfach ein super nices Puder. Es ist wirklich geil, es ist farblos. Man kann es wirklich für jeden verwenden. Auch ich hatte es eine Zeit lang in meinem Make-up-Kit. Es ist ein geiles Puder und ich bin traurig, dass ich es ein bisschen vergessen habe. Und hier wurde ich auch absolut zu Recht happy geinfluenced. AMPS, es hält wirklich lange matt auch. Also auf eine sehr, sehr schöne, natürliche, samtige Art. Nicht austrocknend, aber sehr, sehr gut eben auch für Mischhaut. Dann wurde ich geinfluenced, die Estee Lauder Darwell Zero Smudge Lengthening Mascara zu kaufen. Diese Mascara ist bekannt dafür, dass sie wirklich überhaupt nicht schmiert. Also dass sie nicht bröckelt, nicht schmiert, dass man nichts unterm Auge hat. Aber es gibt ja viele, die damit Probleme haben. Und ich muss es unterschreiben, es ist tatsächlich so, die schmiert nicht. Also wenn ihr wirklich in einer Situation seid, es ist warm, es ist heiß, ihr seid beim Sport im Sommer und so weiter und es ist ein Thema für euch, es ist eine sehr, sehr gute Mascara für diesen Zweck. Allerdings, ich würde sie nicht nochmal kaufen, aus dem Grund, dass sie für mich von der Bürste her und vom Effekt, den sie einfach optisch für mich hat, ist es nicht das, was ich möchte. Ich würde die wirklich nur nehmen in diesen wirklich, sage ich mal, extremeren Situationen, wenn ich weiß, ich möchte, dass meine Mascara unbedingt hält. Ich habe aber auch generell keine Probleme eigentlich, dass meine Mascara verschmiert. Also das ist für mich einfach nicht so ein großes Thema oder eigentlich gar kein Thema. Ist es sowas, ich brauche das für mich persönlich nicht. Und wenn ich mal irgendwie eine Situation habe, wo ich will, dass meine Mascara auf gar keinen Fall verschmiert, falls das jemals so sein sollte, werde ich wieder benutzen, aber ich finde halt einfach den optischen Effekt, den sie bei mir macht, nicht so schön. Ich werde sie nicht nochmal kaufen, aber sie hält wirklich, was sie verspricht. Das möchte ich hier auf jeden Fall sagen. Sie ist gut, was das No-Smudging betrifft. Dann wurde ich auch geinfluenced, einen Lip Liner zu kaufen. Und zwar ist es von Anastasia Beverly Hills, der Lip Liner in Deep Taupe. Und ich hatte noch nie einen Lip Liner von Anastasia Beverly Hills. Und ich finde aber, diese Farbe ist genau richtig. Und ich habe sie gesehen und dachte, ah ja, für diesen Effekt, den ich euch auch auf Instagram in meinem letzten Video gezeigt habe, um die Lippen größer zu schminken und wirklich gerade so die Mitte der Lippen zu betonen und das Lippenherz und da so richtig was rauszuholen und dann quasi die Lippen damit zu schattieren. Und das ist die perfekte Farbe dafür, weil es ist definitiv ein bräunliches Nude, ein bisschen intensiver, aber ein kühlerer Braunton. Und ich finde, viele Brauntöne, wenn die zu warm sind, stehen sie mir persönlich mit meinem Hautton einfach nicht so gut. Bei mir darf es nicht so sehr in die wirklich braun-braune Richtung gehen. Ich brauche immer so was leicht Kühles mit drin. Und da ist der hier wirklich perfekt. Das ist so eine gute Farbe dafür. Ich bin froh, dass ich hier geinfluenced wurde. Also der wird sehr viel Verwendung bei mir finden, eben besonders für diesen Lippenschattierungseffekt. Dann ein Produkt, wo ich wirklich ein bisschen traurig bin, dass ich das jetzt hier mit reinnehme und sagen muss, dass ich das nicht nochmal kaufen würde. Das ist von Nude Sticks Nudies Matte, die Farbe Picante von Alana Davison. Da wurde ich auch einfach extrem geinfluenced, weil sie natürlich auch ganz viel Werbung dafür gemacht hat. Und ich finde die Nudies Matte von Nude Sticks super gut. Das sind ganz, ganz tolle Cream Blushes. Aber ich muss sagen, es ist halt einfach so ein, hat sie auch gesagt, deswegen hat sie die Farbe entwickelt, es ist so ein True Orange, also so ein richtiges Orange. Und das ist so eine Farbe, die man, finde ich, also ich jetzt mit meinem Hautton würde die im Winter niemals tragen, Frühling wahrscheinlich auch nicht. Es ist für mich eine Sommerfarbe, definitiv. Aber auch im Sommer habe ich sie einfach fast gar nicht getragen. Weil es ist einfach so orange-orange. Ich weiß zum Beispiel, ich würde definitiv, wenn ich was in die Richtung haben wollen würde, würde ich zu 100% zu Flirt greifen. Weil Flirt für mich einfach nicht dieses krasse Orange ist. Da ist einfach viel mehr Rot noch drin oder sogar Pink, wenn man es vergleicht. Also es ist einfach irgendwie
eine sehr viel schmeichelndere und tragbarere Farbe, finde ich, wenn man in diese Richtung gehen will. Und deswegen, also ich finde die wirklich viel, viel schöner als Pikante. Schade, ich liebe Elena, ich finde sie eine super tolle YouTuberin, aber diesen Blush, da habe ich fast gar keinen Nutzen rausbekommen und ich würde ihn auch nicht nochmal kaufen und der hätte nicht sein müssen. Und last but not least wurde ich definitiv geinfluenced, diesen Lidschatten hier zu kaufen von Charlotte Tilbury Hypnotizing Pop Shot. Easy Color to Make Your Eyes Pop in der Farbe Rose Gold. Es ist eine wirklich super schöne Farbe, ganz, ganz tolles Finish und er sieht wirklich sehr schön aus auf dem Auge. Und ich bereue nicht, dass ich ihn gekauft habe, absolut nicht, aber ich möchte dazu sagen, dass es einfach, sowas findet man in vielen Lidschattenpaletten, sowas gibt es auf jeden Fall auch günstiger, weil Charlotte Tilbury ist einfach sehr, sehr teuer. Ich mag den super gerne. Aber man braucht nicht diesen hier, also wirklich nicht. Da gibt es in der Richtung so, so viel, was genauso performt. Hätte nicht sein müssen. Es war auch so ein Spontankauf, weil ich dachte, ah, geil, und dachte mir, ich will ihn haben, aber letztendlich habe ich sowas in vielerlei Form. Und obwohl ich ihn schon wirklich relativ häufig getragen habe, aber für den Preis, nee, muss auf gar keinen Fall sein. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen, inspiriert und eventuell weitergeholfen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und schaut auch gerne bei Instagram vorbei.